Genau, die 4 Kilometer, die fahren wir jetzt und dann haben wir es doch. Schön, die mit 30 durch die Gegend kutschern. Ist ja jetzt auch mal sehr angenehm. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2 auf dem PC, Folge 60. Wir machen hier weiter, haben noch einen aktiven Auftrag, und zwar Büropapier von Santander nach Palermo Richtung Italien. Ich habe jetzt was Neues aktiviert, das hatte ich nämlich schon länger gesucht, hatte ich nämlich auf YouTube mal bei anderen gesehen, und zwar hier unter den Auto-Settings die Navigationssprachausgabe. Die habe ich jetzt einfach mal angemacht mit der weiblichen Stimme. Lass uns loslegen. Ach du Scheiße, Junge. What the fuck, die ist ja richtig. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Tja, wie geil ist das? Wie klingt denn der Männliche? Okay, lass uns eine neue Route finden. Nee, das muss schon hier. Ich finde das richtig gut. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Das ist ja originell. Soll mich auch warnen, wenn ich zu schnell bin. Gucke ich mal, ob es mich vielleicht stört, weil ab und zu gehe ich immer ein paar km/h rüber. Aber das werden wir sehen. Wir fahren erstmal unsere Route weiter und dann schauen wir einfach mal. Dann muss ich nämlich vielleicht auch gar nicht so oft mehr aufs Navi des Trucks gucken. Das wäre eigentlich ganz angenehm. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Also es ist schon irgendwie lustig gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Wieder auf der Spur. Licht haben wir auch schon an. Jetzt haben wir 1500 stehen noch drauf. Gut, aber das ist ja dann auch wegen der Schiffsfahrt. Ja, ich bin gespannt, was die Stimme sagt. Probier jetzt mal einfach gar nicht aufs Navi zu achten und das Ding wird mich dann schon darauf hinweisen. Genau. Ja, auch hier sieht es langsam finanziell sehr gut aus. Sowohl hier als auch im American Truck. Die Projekte laufen ja immer parallel. Das heißt, immer wenn, sagen wir mal zum Beispiel jetzt hier, ist ja Folge 60, jetzt kommt die 60. Folge raus. Und dann das nächste Video, was dann kommt vom Truck Simulator, ist dann immer der American Truck Folge 60. Das heißt, die beiden laufen immer parallel nebeneinander. Erst kommt die Folge vom Euro Truck und dann kommt die Folge vom American Truck und dann kommt wieder die nächste vom Euro Truck. Prinzipiell nach 60 Folgen, muss ich sagen, sind wir im American Truck ein bisschen weiter. Wir haben zwar in beiden Spielen unseren eigenen Truck, wir haben aber im American Truck mehr Geld verdient. Da sind wir jetzt schon über 300.000. Wobei es auch Dollar sind und nicht Euro. Gut, müsste man jetzt vielleicht mal einen Euro umrechnen. Vielleicht nimmt es sich dann gar nicht mal mehr so viel. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir haben auch ein höheres Level im American Truck bekommen. Und da habe ich ja auch nur die Aufträge angenommen, die uns immer mal wieder woanders hingeführt haben. Also ja, eigentlich. Ja, der Fortschritt ist ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Beim American Truck, da können wir uns jetzt sehr nahe Zukunft auf neuen Truck überlegen. Hier, ja, mal gucken, 20.000 kriegen wir jetzt noch. Ja, eine Garage kostet ja auch Geld. Und ich muss mir noch überlegen, was überhaupt unser nächster Truck werden soll. Gehen wir auf einen Scania, gehen wir auf einen MAN, auf einen Volvo, auf einen Iveco, da gibt es ja ganz viele. Renault gibt es ja auch noch. Gibt es noch irgendwas? Nicht, dass ich jetzt irgendwas ausschließe. Mir fällt nichts ein. Mercedes natürlich gibt es auch noch. Ja, und da fahren wir ja gerade schon.
Und zwar sehr schön, wie ich finde. Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Truck, aber natürlich will er auch irgendwann mal was Neues haben. Und nicht immer mit demselben rumfahren. Gerade auch für Schwertransporte ist unser jetzt nicht so unbedingt optimal geeignet. Da muss dann später mal was Besseres her. Wie gesagt, Traum ist der Vierachser, dann später von Mercedes. Ich weiß gar nicht, ob Scania sowas hat. Volvo hat sowas, glaube ich, auch noch. Also ja, wir haben da auf jeden Fall, also, da haben wir noch ganz viel vor. Die Karte wird ja auch kontinuierlich erweitert. Da braucht man sich gar keine Sorgen machen, dass einem irgendwann die Straße ausgeht. Ja, jetzt sind wir in Teruel. Beziehungsweise fahren zumindest so durch. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt noch offen hatten an Fahrstrecke. Ob wir die Folge damit fertig werden oder ob wir da noch eine brauchen. Ich dachte aber eigentlich, das war die Folge dafür eigentlich, ja, dass die reichen sollte. Aber schauen wir mal. Ne? Erstmal müssen wir ja durch Spanien durch. Das machen wir auch. Da können wir uns ein bisschen freuen. Ne? Ganz einfache Sache. Wir haben 9 Uhr. Wir müssten schlafen auf jeden Fall irgendwann in 6 Stunden. Aber erst. Das heißt, da ist an sich erstmal alles entspannt. Und jetzt haben wir jetzt wieder viel befahren auf jeden Fall auch. Und der Truck vor mir fährt irgendwie wieder so 89 oder so. Irgendwie komme ich so ganz, ganz, ganz langsam näher. Da kriege ich ja auch wieder eine. Komm, jetzt mach dich den. Da haben wir zum Beispiel einen Scania. Schön. Ja, ich habe das Gefühl, das wird hier nicht gut gehen, ne? Voll, krass, ey. Ah, weil hier ein Polizeiauto steht. Schön. So, 110. Komm, jetzt könnt ihr mal wegziehen hier. Jawoll. Kann ich nämlich wieder auf meine rechte Spur. Ist sogar frei. Na Mensch. Hat sogar geklappt. Ist ja Wahnsinn. Auch wenn der Opel da ja jetzt keine Lust hat. Ist das ein Astra? Ist der so oder Corsa? Nee, oh Gott. Bin nicht raus. Fährt genau 90. Ah ja, soll mir recht sein. Frage jetzt, wie weit komme ich in 6 Stunden? Komme ich bis zur Fähre? Oder nicht? Wenn nicht, dann muss ich natürlich wieder schlafen und dann fahren wir wieder abends Richtung Fähre. Naja. So, jetzt fahren sie auch endlich davon. Ja, und da unten ist es ja sogar schon. Na, dann sind wir ja doch gar nicht mehr. Haben wir gar nicht mehr so viel zu fahren. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Ansage gleich kommt. Müsste ja eigentlich kommen. Ja, schön. Nee, gefällt mir. Oh Gott. So, ja, ernst? Mitten hier auf der Autobahn und dann muss man hier so krass ab. Ach gut. So. Ja, 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 ja. 40, Junge, hier eine Autobahn auffahrt, dann soll hier 40 sein. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, jetzt.
Aber ich finde das mit der Stimme ganz cool, weil als echter Trucker denke ich mir so, wenn man überall lang fährt durch die ganzen Länder, man hat gar keinen Plan, wo man ist, dann hat man doch auf alle Fälle ein Navigationssystem. Und dann finde ich das mit der Stimme eigentlich echt cool, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und die weibliche Stimme ist schon echt angenehm, auch irgendwie auf den Ohren, muss man mal so sagen, ne? Finde ich geil. Werde ich auf jeden Fall mal anlassen, dem American Truck entsprechend auch so einstellen. Aber schreibt mir doch gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde die Stimme geil. Aber könnt mir gerne mal Bescheid sagen, was ihr davon haltet. Ja, funktioniert auf alle Fälle gut. Freut mich. So, und jetzt müssen wir hier einen riesen Schlenker fahren. Das ist ja auch nicht so toll. Nach Valencia und dann... Palermo, Italien. Na dann schauen wir mal, dass wir da eine gute Route finden. Das ist natürlich auch wieder das Ding bei dem neuen Truck, ne? Der ist dann irgendwo bei dem Händler. Dann muss ich da halt erstmal, wenn ich da weiterfahren will, muss ich da erstmal wieder hinkutschen. Leer. Ohne Profit. Das wäre ja was. Polizia. Ja, aber es war, ich meine, es sind schon 12 Minütchen, ne? Wir haben ein bisschen zu fahren, aber eigentlich müsste da die Folge mit fertig werden, mit dem Auftrag. Und vielleicht nehmen wir uns diese Folge einfach mal die Zeit, um mal zu gucken, wie teuer so ein Truck wäre. Und dann können wir mal gucken, ob wir uns das überhaupt leisten können. Ich meine, das Tuning und so kostet ja dann auch Geld, ein bisschen besseren Motor und so. Das ist halt alles was. Quasi wieder zurückfahren. Bitte rechts halten. Mega geil. Is it too late to call the feelings that have faded?
der Kreditrate abbezahlt. 8.600 Euro. Haben wir auch noch einige vor uns. Ah, so geht das Geld auch wieder weg, ne? Jetzt haben wir 8.000 verloren und kriegen nur 20.000 wieder rein für den Auftrag. Ah. Verkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Wo? Ja, jetzt ist hier natürlich so ein... Das will ich jetzt natürlich nicht... verpassen. Nehmen wir mal ganz kurz mit. Ah ja. Aber den Hafen von Valencia. Wunderbar. Wenn er schon so auf unserem Weg liegt, will ich ihn natürlich jetzt auch mitnehmen. Ist ja jetzt eh gleich da. Ministerio de Fomento. Also, gut. Schön. Wollen wir nicht alles gucken. Bisschen lang, aber ein bisschen nehmen wir nochmal ganz gerne mit. So. Ah, abgesoffen, nice. Fahren wir schon direkt auf die Fähre rauf, das ist ja schön. Genau, unser Ziel ist Palermo, das heißt, da geht's hin. Muss man natürlich auch selber bezahlen, das ist klar. Kostet uns auch wieder 1800 Euro. Dauert 25 Stunden, das ist krass. Aber da schlafen wir doch auch hoffentlich in der Zeit, oder? Ja, geil, wenigstens. Erster Aufenthalt in Palermo. Schön.
auch wieder 247.000, haben also wieder ein paar Leute hier schön Geld uns eingebracht. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Italien unterwegs. Genau, die 4 Kilometer, die fahren wir jetzt und dann haben wir es doch. Die mit 30 durch die Gegend kutschern. Ist ja jetzt auch mal sehr angenehm. Alter, das ist ja wirklich gar nichts. Interessant. Alle Fälle. Fotopunkt. Ja, da war gar kein Fotopunkt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Naja, dann nicht. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Geschafft. Ah, wunderbar. Ja, den kriegen wir doch da auch geparkt. Das ist so. Thank you.
natürlich jetzt wieder ein bisschen mit dem Winkel gut gemeint. Wobei. Das lief doch wieder toll. Ist länger wieder, aber egal. Abgeliefert, kassiert, fertig. 22.000 Euro, kein Level. Gut, egal, 17 sind wir und ja. Damit endet die Folge, Freunde. Nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.